generation, I suppose. Ja, Skaden und willkommen zurück zu Let's Play Assassin's Creed 3. In der letzten Folge hat Connor das Amulett bekommen von Charles Lee, hat's versteckt. Wir haben's als Desmond Miles jetzt gefunden, sind die zum Ende der Brücke gegangen. Hier gibt's dann so ein bisschen Clash zwischen Minerva und Juno. Und so wie ich das jetzt verstanden habe, können wir die Welt nicht mehr retten. Wir können's aber überleben, wenn wir Minerva dafür freilassen. Das heißt, entweder wir lassen die Welt zerstören irgendwie und sterben alle, oder wir überleben das Ende der Welt, aber lassen Minerva dafür frei und ich weiß nicht, sie herrscht dann über die Welt, in der wir dann leben. So. Also entweder alles stirbt oder wir überleben wenigstens, aber sind dann in Gefangenschaft. Auf ewig oder was weiß ich. Und jetzt, gerade wurde gesagt, dass es ziemlich kompliziert ist und dass die Minerva es dem Desmond nicht zeigen kann, was passiert ist oder so. Desmond meinte aber, yo, ich will es aber trotzdem sehen, zeig's mir. Und genau da haken wir dann auch ein mit der Folge hier. Also, auf geht's. Boah, perfekt. Stopp gedrückt. Minerva, wird die Sonne triumphieren. Der Boden wird aufbrechen und Feuer in den Himmel spucken. Die ganze Welt wird brennen. Doch das ist nicht das Ende. Nur ein Vorbote seiner Ankunft. Es folgt Dunkelheit. Gott sei Dank. Dann kehrst du zurück, entschlossen, die Grundlage zu legen, damit eine solche Tragödie nie mehr geschieht. Du wirst ein Symbol für die, die überlebten. Hoffnung, Zeitschleife. Wissen. Entschlossenheit. Du inspirierst sie zum Wiederaufbau, zu einem Neuanfang. Und mit der Welt wird auch die Menschheit genesen. Doch du bist nur ein Mensch, schwach und sterblich. Du verlässt diese Welt und bleibst nur eine Erinnerung, ein Nachlass. Erst gedenkt man deiner als Held, dann als Legende und mit der Zeit als Gott. Das ist das grausamste Schicksal, Worte in guter Absicht zu schreiben und zu sehen, wie sie verfälscht werden. Was das Leben ermutigen sollte, wird zum Vorwand, es zu beenden. Und so siehst du jetzt, das, was war, wird wieder sein. So sag mir, ist das nun besser? Also wir können überleben, aber alle anderen sterben. Wir bauen die Menschheit aber neu auf. Alles wird gut. Sie würde dich opfern. Dann sind wir ein Gott, aber sie wir werden die Welt opfern. Und einfach nur, weil sie mir die Genugtuung nicht gönnen will. Sie wird eine Rasse. Wir werden als Gott dann kämpft ihr denn nicht falsch deswegen? Benutzt. Seid ihr nicht deshalb hierher gekommen, um die Zukunft eurer Rasse zu sichern und ihre Freiheit? Welche Zukunft? Welche Freiheit? Milliarden sterben und der Zyklus beginnt von vorn? Die Welt kennt nichts weiter als Schmerz und Horror. Eigentlich ist ja schon klar, was passiert. Unser Geschenk an sie. Und du hab ich ja schon gespoilert. Genug! Aber wenn wir uns wirklich entscheiden können? Du darfst das nicht tun. Was immer Juno plant, wie schlimm es heute auch scheinen mag, wir werden sie aufhalten. Doch die Alternative, das, was du willst, hat keine Hoffnung. Befreist du sie, wirst du vernichtet. Es wird sehr, sehr schnell gehen. Und ohne Schmerz. Okay. Tu es nicht. Hä, ich verstehe es jetzt gar nicht mehr. Es ist getan. Die Entscheidung steht. Okay, wir können uns nicht entscheiden. Dann musst du mit den Konsequenzen dieses Fehlers leben. Also sterben wir auf einmal doch, wenn wir Juno befreien. Verschwindet. Ihr alle. Jetzt. Aber wir verhindern das generelle Ende der Welt, damit wir dann noch eine Chance haben. Wir finden einen Weg. So wie immer. Keine Zeit. Leute treffen die eigentlich falsche Entscheidung, damit alles noch weitergeht und die nächsten eine Chance haben, weil die vermassen es auch und so weiter. Ich muss das tun. Ah ne, nur wir. Also geht. Die anderen gehen jetzt. Geht! Boah, Heldenmusik. Wir sind ein Held, wenn ich das so sagen darf. Eins Held. Ich weiß nicht, was
Ding ist. Ja. Oh Gott, Frame-Einbruch. Jetzt? Eine Art global auftretendes Nordlicht. So etwas noch nie zuvor gesehen. Augenzeugen beschreiben elektrische Stürme und plötzliche außergewöhnliche Wetterphänomene. Die Bevölkerung auf, ihre Wohnungen nicht zu verlassen. Und auch Geologen berichten von seismischen Aktivitäten im pazifischen Feuerring. Der Nordosten Kanadas erlebt zurzeit die schlimmsten Wetterkapriken. Beginn der Aufzeichnungen. Satelliten und Transformatoren fallen aus, während der Sonnensturm immer stärker wird. Weltweit wird von Stromausfällen berichtet. Nee, sterben jetzt doch keine, oder? Wir haben es doch fertig. Zurückzugehen. Ah, okay. Leichte seismische und vulkanische Aktivität wird berichtet. Aber nicht mehr in der vorherigen Stunde. Ja, wir haben das Ende der Welt verhindert jetzt. Mehrere Tage dauern, bis Experten die tatsächlichen Schäden des heutigen Ereignisses festgestellt haben. Aber das Schlimmste scheint vorüber zu sein. Okay, wir haben uns jetzt geopfert, um die Menschheit zu retten. Die wird jetzt aber von Juno. Die Welt ist gerettet. Was ein dummes Ende, wir können uns ja nicht mal entscheiden. Danke. Aber nun, ich fühle mich richtig schlecht eigentlich. Ist es an der Zeit, dass ich die Main spiele. Desmond ist so blöd. Gut, ich weiß nicht, wie ich mich entschieden hätte, aber nicht direkt so. Nein, ich habe mich entschieden. Ich mache das jetzt so. Man kann es vielleicht auch mal einmal drüber schlafen eine Nacht oder so. Es war noch erst der 20. Wir haben noch einen Tag Zeit. Das ist kein schönes Ende, muss ich sagen. Also, ich habe auch kein Happy End jetzt erwartet, so wirklich. Gut, habe ich schon. Ich habe gedacht, Ubisoft würde ein Happy End machen. Haben sie nicht gemacht. Hut ab für die Entscheidung so. Es fühlt sich aber alles nicht so nice an. Vor allem, ich kann auch so viele Sachen nicht nachvollziehen, die Desmond gemacht hat, dass man wird irgendwie so rausgerissen von manchmal aus dieser Story. Aber an sich, ach, ich weiß nicht, ey. Ich finde das Spiel so in seiner Gesamtheit eigentlich nicht schlecht, aber diese ganzen kleinen Sachen machen es halt dann schlecht und die ziehen einen raus und sind unnachvollziehbar. Und ich mag Assassin's Creed 3 einfach nicht. Ich mag dieses Spiel wirklich nicht. Wie gesagt, jetzt danach wird es wahrscheinlich noch irgendwie Missionen geben oder so, keine Ahnung. Weiß nicht, was passieren wird. Ich weiß noch nicht, warum es gerade die ganze Zeit Frame-Einbrüche gibt. Macht Fraps eine neue Datei oder so? Ich weiß auch nicht, was passiert. Kann ich das irgendwie überspringen? Nein. Echt, muss ich bis zum Ende gucken? Nun gut. Vielleicht ist am Ende noch irgendwas. Ich weiß nicht. Ich versuche jetzt erstmal nochmal alles zusammenzufassen. Warum gibt es denn hier die ganze Zeit so Frame-Einbrüche? Ich weiß gar nicht, was gerade... Oh, jetzt ist ein großer Frame-Einbruch. Nee, jetzt geht's wieder. Okay, ich habe keine Ahnung. Was ich sagen wollte... Ja, Assassin's Creed 3, was soll ich jetzt sagen? Ich habe eigentlich schon alles gesagt jetzt. Ich fand so Assassin's Creed 2 war jetzt so, hat einen Meilenstein gesetzt. Assassin's Creed Brotherhood war auch gut, aber es wurde halt, kam nicht daran an. An Assassin's Creed 2 kam es nicht ran. Revelations kam nicht an Brotherhood ran. 3 kommt nicht an Revelations ran. So, es ging halt. Ab 2 ging es so bergab. Mit Assassin's Creed 4, ich weiß nicht mehr, wie viele Jahre dazwischen waren. Gar nicht, wahrscheinlich 1 oder so. Mir ist auch aufgefallen, nach jetzt, was kam jetzt alles? Rogue, Unity, Syndicate in der Reihenfolge oder so? Nee, Unity, Rogue und dann Syndicate. Egal, auf jeden Fall kam er dann jedes Jahr und dann, die habe ich alle nicht gespielt, ne? Wie gesagt, ich habe jetzt letztens mit Assassin's Creed 4 angefangen. Auch wieder 3 Jahre zu spät oder so. Aber ja, das haben sie viel besser gemacht. Und was ich eigentlich sagen wollte, wie gesagt, dann nach Syndicate, ich weiß nicht, wann das rauskam, 2015? 16 oder, nee, 15 oder, ich weiß nicht. Danach kam ja auch nichts mehr. Die haben dann irgendwann gecheckt, ey Leute, die Leute haben keinen Bock mehr auf Assassin's Creed. Ich weiß nicht, ob die Verkaufszahlen zurückgingen oder ob sie selbst auch gesagt haben, ey, wir können nicht jedes Jahr jetzt irgendwie, das ist schon hart. Scheiße, was wir hier machen. Wir haben es jetzt noch 3 Jahre lang durchgezogen, damit Geld zu machen, aber jetzt irgendwann auch gut so moralisch gesehen und vielleicht auch finanziell, wie gesagt, gesehen.
Ja. Ich bin froh, dass sie Assassin's Creed 4 noch gemacht haben. Also man muss ja nicht die Hoffnung aufgeben, nur weil sie jetzt ein schlechtes Spiel gemacht haben, so wie ich das jetzt gesehen habe, muss ja nicht heißen, dass das nächste Spiel auch schlecht ist. So wie ich gedacht habe, dass Assassin's Creed 4 auch super scheiße ist. Aber man muss halt auch das Spiel davor gespielt haben, um halt irgendwie von der Story, so wie es hier aufgebaut ist, alles verstehen zu können, so halb. Zumindest außerhalb des Animus. Deswegen ist halt alles nicht so nice, ne? Wie gesagt, ich wollte jetzt nicht sagen, dass sie... Also ich hätte jetzt nicht unbedingt gewollt, dass sie nach Assassin's Creed 2 aufhören oder so. Also da aufhören, wo es am besten war. Ich bin schon froh, dass sie weitergemacht haben. Und ich habe mich ja auch auf Assassin's Creed 3 mega gefreut eigentlich. Aber ich wurde halt so ernüchtert. Und das hat mich von dieser Serie einfach irgendwie... Ich war enttäuscht, so. Voll depressiv. Aber ja... Das hat für mich irgendwie dieses ganze Franchise dann runtergezogen. So. Deswegen haben die mich da in dem Moment dann verloren. Ich war echt voll gehypt, vor allem mit diesem Song von den Imagine Dragons, den ihr immer hört, in meinem Intro. So, ich war so richtig hyped auch einfach. Und ich wurde enttäuscht. Vielleicht auch wegen des Hypes. Aber ich glaube, ich wäre auch enttäuscht gewesen, wenn ich keinen Hype gehabt hätte. Ich mag dieses Spiel einfach nicht, ich weiß nicht. Ich finde auch, die Grafik ist für die Verhältnisse sogar von damals super schlecht, so. Die Animation von den Gesichtern und so, also von den Leuten irgendwie. Ich meine jetzt nicht die Grafik, wie der Wald aussieht oder so, sondern einfach... Wenn die schon so immer so Close-Ups von den Gesichtern machen und so, dann müssen die doch wenigstens schön aussehen und gut sein und so. Und die deutsche Sprachausgabe hat auch nicht gerade ihr Gutes dazu beigetragen. Mit ihrer Nicht-Lippensynchronität, dass da alles irgendwie läuft. Wie gesagt, deswegen spiele ich jetzt Assassin's Creed 4 auf Englisch und so weiter. Da trifft man ja auch sogar den Kid. Ich weiß nicht, ob es der Kid ist, dessen Schatz wir hier suchen, oder ob das der Sohn von dem Kid ist, oder ich weiß es gerade nicht. Ist wahrscheinlich derselbe, ich weiß nicht. James Kid, glaube ich. Auf jeden Fall ja. Die müssen wir außerdem auch noch machen, die ganzen Missionen. Wie gesagt, ich weiß nicht, wann ich die euch zeigen werde und wie und so, bla bla bla. Ich werde jetzt erstmal das hier alles hochladen, so. Folge, was ist das jetzt hier? 74, 75? Irgendwie sowas. Und, ja. Olivier. Da ist ja auch sogar, das ist ja lustig, die haben bei Assassin's Creed 4 ja wirklich so versucht, Ubisoft bisschen darzustellen als Abstergos. War schon ganz lustig, dass sie einfach Spiele produzieren und so. Und da gibt es ja auch einen Olivier. Und ich glaube auch, dass das wahrscheinlich auch wirklich einer der Köpfe von Ubisoft Olivier heißt. Aber genug, jetzt ist Assassin's Creed 4 gelobt und Assassin's Creed 3 schlecht gemacht. Ich bin einfach nur froh für die Leute, die sich das wirklich jetzt nochmal nach 4 Jahren gegeben haben, so die bis zum Ende da geblieben sind. Ich sag das immer, ich habe es auch bei Tomb Raider gesagt, ey, seid wirklich cool. Es werden wahrscheinlich immer so 6 Aufrufe auf jedes Video sein, so wie es immer war. Ich habe halt dick verkackt, so. Ich habe einfach aufgehört. Ich wollte kein Video machen, Leute, ich höre auf, sondern ich wollte ja weitermachen. Nur leider kam nie was. Jetzt aber nach 4 Jahren habe ich es endlich. Stehe zu meinem Wort, okay. Jedes Let's Play wird fertig gemacht. Das habe ich jetzt. Jetzt ist wirklich alles abgeschlossen. Wenn jetzt irgendwas Neues kommt, wird es auch wirklich zu Ende gemacht, weil ich da richtig Bock drauf habe. Ansonsten fange ich es nicht an. So ein Assassin's Creed ist auch einfach mega viel. So. Assassin's Creed 4 macht Spaß, hätte ich vielleicht gemacht. Aber wie gesagt, das habe ich jetzt schon angefangen und das bringt auch nichts mehr irgendwie. Ja, muss ich mal gucken. Man weiß ja auch nicht, wie gut die Assassin's Creed-Teile sind. Deswegen muss ich erstmal alle anspielen und dann ist schon zu spät, ein Let's Play davon zu machen, weil es dann nicht blind ist. So. Gut. Zwickmühle-mäßig, aber ja, irgendwelche neuen Spiele. Ich freue mich auf, wie heißt das denn? Middle-Earth, Shadow of War. Ich habe Shadow of Mordor letztens auch gezockt. Mega nice, Junge. Das kommt vielleicht, aber erst im August kommt das Spiel raus. Ende August 2017, von daher. Ich habe ja auch noch Studium, von daher werdet ihr eh nichts von mir hören. Wahrscheinlich nach den Videos hier und nachdem ich dann die Epilog-Mission, wenn ich die wirklich dann irgendwann mal mache.
Also ich will die schon machen, aber ich weiß nicht, ob ich die jetzt, ob sie jetzt, wie gesagt, direkt danach kommen. Aber ich weiß auch nicht, wann ihr das hier seht. Ich werde ja wahrscheinlich, ich weiß nicht, jeden zweiten Tag oder sowas hochladen irgendwie so. Oder jeden Tag, mal gucken, wie ich, je nachdem, wie ich dazu komme. Wahrscheinlich verpeile ich es auch wieder und muss dann alles nachholen und so. Und dann ist jetzt schon August, wenn ihr das hier seht oder so, dann kommt natürlich bald was Neues so. Aber wie gesagt, keine Ahnung. Ja, ich lasse jetzt auch noch den Abspann hier durchlaufen. Ich habe gedacht, ich würde so lange labern, aber offensichtlich nicht. Wir haben jetzt auch eine ganze Folge gefüllt. Ich hoffe, es kommt nichts Langes mehr, sonst, weil sonst schneide ich das hier jetzt einfach hinten dran noch. Und ansonsten muss ich halt wirklich eine neue Folge aufmachen. Und ja, ich will mich jetzt noch nicht verabschieden, weil wie gesagt, vielleicht kommt noch was. Und wenn nicht, dann sage ich euch einfach im Startbildschirm oder keine Ahnung, wo wir rausgeschmissen werden. Tschüss. Von daher, wir sehen uns in der nächsten Folge oder gleich wieder. Also, tschüss, ne? Macht's gut. Bis gleich oder so.